aber hinein. Mich fröstelt und meine Kleidung ist ganz durchnässt. Will mich denn keiner hereinbitten? Nun? Komm doch endlich herein, Großvater. Aber der kleine Sascha, du weißt, was ich gehört. Dein Großvater hat dir auch etwas Schönes mitgebracht. Was denn, was denn? Später. Paulina. Ja? Gib mir etwas zu essen. Sofort, Vater. Der arme Hund. Du hast ihn doch so geliebt, Vater. Und weil ich ihn liebe, erspare ich ihm langes Leiden. Hier, bitte. Guten Appetit. Was ist das? Was stellst du mir dahin? Lammfleisch mit Knoblauch. Bist du wahnsinnig, mir nach Tagen des Fastens im Gebirge eine so stark gewürzte Mahlzeit vorzusetzen? Aber Vater, das ist gutes Essen. Gib mir lieber Wein. Ich will mich ans Feuer setzen. Tu, was er sagt, Paulina. Ja. Will mir niemand unseren Gast vorstellen? Mein Name ist Serge Durfay. Ich befinde mich auf einer diplomatischen Mission für den französischen Hof. Willkommen in meinem Haus. Ja, bitte. So ist es recht. Danke. Dein Wille ist geschehen, Vater. Du bist ein guter Sohn. Das wusste ich immer. Willst du uns nicht von deinen Erlebnissen im Gebirge berichten? Ich werde dir davon erzählen, Stinka. Euch allen. Aber nicht heute Nacht. Ich bin müde. Eines will ich euch aber schon jetzt verraten. Der Räuber Ali Beck ist nicht mehr. Ali Beck ist tot? So ist es. Und es war die Hand deines Vaters, die ihn gerichtet hat. Niemand braucht sich mehr vor ihm zu fürchten. Sagt es allen im Dorf. Sie sollen erfahren, dass der alte Gorcha Ali Beck getötet hat. Die Leute werden einen Beweis sehen wollen, Vater. Einen Beweis? Den sollen sie haben. Sascha, reich deinem Großvater seinen Reisesack.